Heute in der Fernsehsendung ein kleines Dorf mitten in der Großstadt, eine Altstadt, die sich sehen lassen kann und eine Reise in die Welt von Astrid Lindgren. Das und mehr jetzt in der Fernsehsendung aus Stockholm. Na, Lust auf ein bisschen Schweden? Ja, dann fahrt doch einfach mal mit einem Volvo zu IKEA. Oder bucht euch einen günstigen Flug nach Stockholm. Da bin ich gerade. Die Hauptstadt Schwedens hat um die 800.000 Einwohner und ist auch die größte Stadt Skandinaviens. Die Stadt ist auf ganz viele kleine Inseln verteilt. Und ob sich ein Besuch lohnt und was man hier so erleben kann, das versuche ich jetzt mal für euch herauszufinden. Wer günstig in die schwedische Hauptstadt reisen möchte, der schnappt sich am besten einen Billigflug nach Skavsta. Von dort aus geht es mit dem Shuttlebus vorbei an Wiesen, Feldern und ganz viel Wald ins Zentrum von Stockholm. Die Fahrt dauert etwa 1,5 Stunden. Angekommen in der Hauptstadt begrüßt euch direkt das Rathaus mit seinem goldenen Turm, den man auch im Sommer besteigen kann. Die vielen Inseln laden zu einem Besuch ein, sei es zum Beispiel Djurgården mit der Museumsmeile und ganz viel Natur oder das Hipsterviertel Södermalm mit vielen kleinen Läden und Boutiquen oder natürlich auch die Altstadt mit den vielen historischen Häusern. Auch sehr empfehlenswert ist eine Bootstour zu den Schäreninseln und selbst eine Wildsafari kann man von Stockholm aus machen. Aber das sind alles Dinge, die nur zur warmen Jahreszeit angeboten werden. Darum beschränken wir uns jetzt mal auf das, was Stockholm im Winter zu bieten hat. Und weil die Deutschen ja Statistiken, Zahlen und Rankings lieben, hier sind meine persönlichen 5 Tipps für eine Städtereise nach Stockholm. Bitteschön. Platz 5. Mit der Straßenbahnlinie 7 kommt ihr vom Zentrum nach Djurgården, eine Insel mit einem schönen Park, ganz viel Wasser und dem Vasa-Museum. Das ist ein Schifffahrtsmuseum mit einer Besonderheit. Mittendrin steht ein riesiges Schiff. Und was es damit auf sich hat, das weiß Andreas. Das Kriegsschiff Vasa ist ein unikes Schiff, weil das ist gleich bei der Jungfernreise nach 20 Minuten gesunken. Ist nur einen Kilometer ungefähr gekommen. Und das Besondere natürlich ist nicht nur das, sondern dass sie dann auch so gut erhalten worden ist in Unterwasser für 333 Jahre. Wurde 1961 geborgen vom Hobbyforscher Anders Franzén und ist in diesem Gebäude, in diesem Museum, in diesem Gebäude seit 1990 so ausgestellt und hat ungefähr, was haben wir, pro Jahr 1 Million Besucher ungefähr. Also es ist das meistbesuchte Museum Skandinaviens. Abgesehen vom Kriegsschiff kann man im Vasa-Museum aber noch mehr sehen. Zum Beispiel viele Sachen, die auf Schiffen im frühen 17. Jahrhundert gefunden wurden. Auch Führungen werden im Vasa-Museum angeboten und auch Filme werden gezeigt. Das empfehlen wir stark, das ist ja inklusive beim Preis, auch beim Eingangspreis. Die Führung und der Film läuft alle 20 Minuten, verschiedene Sprachenkombinationen. Dort wird sehr viel über den Hintergrund, historischen Hintergrund, über die Bergung und natürlich das Gebäude danach erzählt. Und dann natürlich dazu auch empfehlen wir die Führung mitzumachen. Da haben wir im Sommer zur Hochsaison auch auf Deutsch die Führungen, jede Stunde zur halben Stunde, also halb. Und bei den Führungen, jeder Fremdführer hat seine eigene Route, aber meistens wird dann auch nicht dasselbe wie im Film natürlich, aber mehr oder weniger das Sinken an sich, warum ist es gesunken, vielleicht das Verhör, die Skulpturen, über die Skulpturen, die Symbolik der Skulpturen, davon wird in den Führungen erzählt. Sehr empfehlenswert, ja. Platz 4. Was wäre ein Ausflug ohne Aussicht? Und wenn das im Winter schon nicht vom Rathausturm klappt, dann ist vielleicht der Montelius-Wägen was für euch. Das ist ein 500 Meter langer Spazierweg auf einem Berg und der bietet euch einen tollen Ausblick auf Mälersee, das Rathaus und Ridderholmen. Den Montelius-Wägen findet ihr im Stadtteil Södermalm, ein paar Minuten zu Fuß von der Altstadt entfernt. Und wenn ihr ihn gefunden habt, hinsetzen und genießen. Platz 3. Als ich mal klein war, da gab es noch kein SpongeBob, nee, da gab es Astrid Lindgren. Ich wüsste nicht, welchen Film von ihr ich nicht gesehen habe. Und hier im Museum Junibacken kann man eine Zugfahrt in die Welt der Kinderbuchautorin machen. Der Waggon schwebt über eine Miniaturwelt und zeigt die Abenteuer von Michel aus Lönneberger, Madita oder Ronja Räubertochter. Das ist nicht nur was für Kinder, sondern für jeden empfehlenswert, der seine Kindheit mit den Büchern oder Filmen von Astrid Lindgren verbracht hat.
Aber das Junibacken hat noch mehr zu bieten und das ist dann hauptsächlich was für Familien mit Kindern. In einer Abenteuerwelt mit lustigen, bunten Häusern können sich Kinder austoben bis zum Umfallen. Das Museum liegt direkt neben dem Vasa-Museum auf der Insel Djurgården. Platz 2. Die wunderschöne Altstadt Gamlastan. Die ersten Häuser hier sind im 13. Jahrhundert entstanden und sind noch heute zu bewundern. Gamlastan war über viele Jahrhunderte das eigentliche Stockholm, während die heute zentralen Stadtteile eher ländlich geprägt waren. Überall schlängeln sich kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster durch die Altstadt, in den alten Häusern befinden sich kleine Läden und Restaurants, an jeder Ecke gibt es was Neues zu entdecken. Ein ganz tolles Flair und mal was ganz anderes als die typischen Fachwerkhäuser, die man bei uns so sieht. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Und das ist mein Platz 1. Skansen, ein kleines Dorf mitten in der Großstadt. Hier kann man in die Geschichte Schwedens eintauchen und hautnah miterleben, wie die Leute auf dem Land früher gelebt haben. Im 19. Jahrhundert war das ein Lehrer hier in Schweden. Er hat über den ganzen Schweden verreist und er hat gefunden, dass das Landschaft und alles wird verändert. Und er möchte das für die Zukunft bewahren. Und darum hat er gedacht, man muss etwas für alle Leute machen. Und dann hat er von verschiedenen Plätzen in Schweden verschiedene Häuser hierher genommen. Und er hat von dem König etwas Stück Erde hier gekauft. Und dann hat er alle diese Häuser hier zusammengesetzt. Und da, ich glaube, das war das erste Freiheitsmuseum in Schweden. Nur in der ganzen Welt. Und heute ist Skansen sehr, sehr beliebt. Leute kommen von vielen Ländern hierher und alle wollen Skansen besuchen. Weil hier ist wirklich etwas ganz anderes, ganz in der Stadtmitte. Im Skansen erfahrt ihr nicht nur alles über das traditionelle Handwerk und die Geschichte der Häuser, sondern zum Beispiel auch, dass es in Schweden je nach Region ganz unterschiedliche Häuser gibt. In Nordschweden sieht die Häuser nicht so aus wie in Südschweden und so weiter. Im Stadt ist auch etwas anders als auf dem Land. Und dann kann man auch die Natur hier beobachten, weil man hat sehr viel daran gedacht, dass verschiedene Bäume, verschiedene Blumen und so weiter soll hier auch repräsentiert sein. An vielen Stationen könnt ihr den Mitarbeitern beim traditionellen Arbeiten über die Schulter gucken, sei es beim Backen oder beim Töpfern. Und selbst Werke aus Glas werden im Skansen hergestellt. Wer sich traut, kann auch mal selbst Hand anlegen. We blow glass here to show how to make glass in the old tradition way. And the glass mixture is about 1200 degrees and like syrup, so we work with very hard heat mixtures. We make company gifts and souvenirs for tourists, and then we also have companies at night, not night, but maybe evenings, to try to blow the glass their own. Und haben die Besucher Talent? No. Ja, das war's auch schon mit der Fernsehsendung aus Stockholm. Ich konnte euch natürlich bei weitem nicht alles zeigen, was man hier machen kann. Nehmt euch ein bisschen Zeit, kommt hier hin und am besten vielleicht so in den Sommermonaten, denn viele Sachen werden einfach nur zur warmen Jahreszeit hier angeboten. Ansonsten kann ich sagen, es hat mir hier sehr gut gefallen und Stockholm ist gar nicht so, wie das immer in den großen Reiseführern angepriesen wird, nämlich die überhippe Modestadt, wo alle Leute total blendend aussehen. Finde ich gar nicht. Ich finde, Stockholm ist total bodenständig und der Stockholmer ein ganz normaler Kumpeltyp wie du und ich. Und selbst im Hipster
Viertel in Södermalm gibt es weniger Hipster als an jeder deutschen Ruhrpott-Uni. Also, Klischee. Ich sag, bis zur nächsten Reise. Tschüss.